Sind wir allein? Jeder Blick tief in die Unendlichkeit des Alls ist immer begleitet von dieser Frage. Und der Traum von der Entdeckung des Ursprungs der Menschheit ist so alt wie unsere Zivilisation. Gibt es andere Welten, in denen Leben existiert? Oder ist die bewohnte Erde doch nur ein kosmischer Zufall? Was ist eigentlich Leben? Welche Formen von Leben gibt es? Und was macht höhere Intelligenz aus? Und natürlich ganz wichtig, was sind die Voraussetzungen, damit Leben entstehen kann? Natürlich brauchen wir einen festen Boden unter den Füßen, also einen Planeten und Atmosphäre und die richtige Temperatur. Aber die Frage ist doch, wie viele solcher erdähnlichen Planeten gibt es dort draußen? Oder ist unsere Erde einzigartig? Und ganz wichtig, wenn es viele solcher erdähnlichen Planeten gibt, wie wahrscheinlich ist es dann, dass höheres Leben darauf entsteht? Noch vor einigen Jahrzehnten glaubten die Wissenschaftler an die Einzigartigkeit unseres Sonnensystems. Doch es ist nur eines von Myriaden. Mittlerweile ist klar, dass wohl um jeden Stern ein eigenes System aus Planeten kreist. Und immer mehr dieser extrasolaren Planeten erweisen sich als Gesteinsplaneten, die zumindest erdähnlich sind. Wenn es anderswo Planetensysteme gibt, dann liegt natürlich sofort nahe, ist da eins, was uns ähnelt? Gibt es dort die berühmte zweite Erde und gibt es dort dann tatsächlich auch Leben, was uns ähnlich ist? Planetensysteme im Universum sind offensichtlich der Regelfall. Wo sich Sterne bilden, scheinen sich auch Planeten gebildet zu haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass da so ein Riesenuniversum entstanden ist und wir sind die Einzigen, die da rausgekommen sind, die halte ich für relativ klein. Denn das, was Leben ausmacht, scheint es an vielen Stellen im Universum zu geben. Also Leben macht offenbar aus, Leben, was wir kennen, flüssiges Wasser, Energie, und eine bestimmte chemische Zusammensetzung, also Kohlenstoff und ein paar Mineralien. Diese drei Sachen braucht man, um biologisches Leben, wie wir es kennen, zu erzeugen. Drei Viertel unserer Erde sind von Wasser bedeckt. Die Voraussetzung für all das, was wir als Leben ansehen und als Leben erkennen. Man hat sich mehr oder weniger auf Schlüsselmerkmale geeinigt. Und dazu gehören natürlich der Stoffwechsel. Aus der thermodynamischen Sicht ist Leben ein offenes chemisches System. Das heißt, es tauscht an und für sich immer Stoffe und Energie mit seiner Umgebung aus. Es geht ums Wachstum, es geht um die Fortpflanzung. Das sind wichtige Schlüsselmerkmale. Und natürlich auch die Anpassung, die eventuell einen Überlebensvorteil bringen kann. Auf der Erde wimmelt es nur so von Leben in ungezählter Ausprägung und Vielfalt. Doch wie das Leben auf der Erde wirklich entstanden ist, gehört zu den großen Mysterien. Die Entstehung des Lebens auf der Erde ist noch immer ein ungelöstes Problem. Wir wissen, dass auf der Erde ungefähr vor 3,5 bis 3,7 Milliarden Jahren primitives Leben anwesend war. Natürlich in der Form von Mikroben, die ohne Sauerstoff leben mussten, also anaerob sind. Das sind ganz einfache Lebensformen. Aber der Weg dahin ist ein ganz, ganz schwieriger. Vom Beginn der Evolution des Lebens auf der Erde vor etwa 4 Milliarden Jahren bis zum ersten primitiven Sauerstoff produzierendem Leben vergingen noch einmal etwa 500 Millionen Jahre. Und erst nach weiteren 3 Milliarden Jahren entsprang eine enorme Artenvielfalt. Dieses Zeitalter des Lebens dauert seit etwa 540 Millionen Jahren bis heute an. Unser Sonnensystem entsteht aus einem Urnebel aus Wasserstoffgas und Staub, hervorgegangen aus einer Supernova-Explosion. Gravitative Kräfte lassen diesen Nebel in sich zusammenstürzen. Eine sich drehende Wolke aus Staub und Gas, aus deren Materie vor 4,5 Milliarden Jahren die Sonne entsteht. Um die Sonne kreisend formen sich die Planeten. Die Urerde ist ein Ball aus flüssigem Gestein, eingehüllt in eine giftige Atmosphäre.
Mit der Abkühlung bildet sich die Erdkruste. Wasserdampf kondensiert und die Ozeane entstehen. Doch wie sich Leben aus dieser toten Materie entwickeln konnte, ist bis heute ein Rätsel. Die bisher ungelöste Frage lautet, wie konnte es damals, 600 Millionen Jahre nach der Entstehung der Erde, sein, dass aus unbelebter Materie, sagen wir Steinen, komplexes biologisches Leben entstand? Das wissen wir bis heute nicht. Aber was wir inzwischen wissen, wie die ersten Ausgangsstoffe, nämlich organische Moleküle, zum Beispiel Aminosäuren, entstanden. Denn dazu gibt es ein sehr interessantes Experiment. 1953 versucht Stanley Miller, die Entstehung von Leben nachzustellen. Im Labor des Nobelpreisträgers Harold Urey mischt der junge Chemiker die Substanzen zusammen, aus denen die Uratmosphäre und die Urozeane der frühen Erde bestanden haben könnten. Man hat da so ein bisschen Kohlenstoff, flüssiges Wasser genommen. Man hat da Energie in Form von Blitzen reingestrahlt, also elektrische Energie in diesem Fall. Man hat das auch ein bisschen warm gemacht. Man hat dann noch andere Mineralien dazu getan, in der Hoffnung, dass sich Aminosäuren bilden, also die Grundbausteine des Lebens. Millers Experiment soll die Wiege des Lebens simulieren. Und bereits nach wenigen Versuchen bilden sich organische Verbindungen in dem Gebräu. Darunter auch verschiedene Aminosäuren. Die Grundbausteine des Lebens. Die Miller-Urey-Experimente basieren darauf, dass man damals gedacht hat, dass die Atmosphäre sehr viel Ammoniak und auch Methan enthält. Und daraus mit elektrischen Entladungen kann man organische Moleküle bilden. Aber man weiß heute, dass die Atmosphäre wahrscheinlich sehr wenig Ammoniak und Methan enthalten hat, aber mehr aus molekularem Stickstoff, aber auch zum Beispiel Kohlendioxid angereichert war. Millers Experiment löste das Rätsel nicht. Doch unter den Urzeitbedingungen konnten alle wichtigen Teile der Ribonukleinsäure, kurz RNA, entstehen. Eine Vorstufe zur DNA. Die RNA ist nicht nur ein Enzym, es kann auch Information speichern. Und es ist ein ganz wichtiges Bindeglied in der Proteinsynthese in der Zelle. Das heißt, mehr oder weniger ist es daran beteiligt, alle Proteine in der Zelle zu synthetisieren. Und es ist ein autokatalytisch aktives Molekül. Aber man muss dazu sagen, dass es natürlich aufgebaut ist aus anderen Teilen. Und das sind Zucker, das sind Phosphate, das sind Nukleotide. Und das sind also organische und Mineralstoffe. Die müssen sich erst geformt haben und die müssen sich auch erst zusammengefunden haben. Und das heißt, da gibt es wirklich noch eine Vorstufe. Die ersten lebenden Zellen könnten sich vor knapp 4 Milliarden Jahren in tiefen Spalten der kontinentalen Kruste gebildet haben. Tektonische Bruchzonen, die den Erdmantel mit der Erdoberfläche verbinden und in denen Gase und Flüssigkeiten zirkulieren. In diesen Spalten herrschen hydrothermale Bedingungen. Das heißt, aufgrund des hohen Drucks kann Wasser noch bei weit über 100 Grad Celsius flüssig sein und somit viele gelöste Gase und Minerale enthalten. Günstige Bedingungen für die Entstehung von Leben. Um Leben zu erzeugen und zu entwickeln, brauchen wir Rohstoffe. Die frühe Erde hatte aber wenige Mineralstoffe und auch sehr wenige organische Moleküle. Also wir brauchen mehr oder weniger eine Quelle für diese Rohstoffe. Und da gibt es natürlich Regionen auf der Früherde, wie zum Beispiel vulkanische Regionen oder auch Seen, auch hydrothermale Quellen im tiefen Ozean, wo sich organische Stoffe eventuell bilden können. So könnten erste Zellen also auch auf dem Festland entstanden sein. Heiße Quellen und Tümpel in Vulkanlandschaften hätten in diesem Fall die notwendigen Grundbausteine geliefert. Es gibt
gibt aber auch noch eine zweite Quelle und die kommt aus dem Weltraum. Denn in den ersten 700 Millionen Jahren der Früherde gab es häufige Einschläge von Kometen, Asteroiden, aber auch noch kleineren Körpern und die haben Material auf die Früherde geliefert, wie zum Beispiel Wasser oder auch organische Moleküle. Und wir wissen natürlich auch von der Zusammensetzung dieser Kleinkörper, dass hier auch präbiotische Moleküle dabei waren. Doch auch wenn die Bausteine des Lebens oder bereits einfache Organismen aus dem Weltraum auf die urzeitliche Erde kamen, erklärt das noch nicht, wie Leben überhaupt entstehen kann. Das Rätsel wird bei dieser Theorie nur in die Tiefen des Alls verlagert. Was sind die Voraussetzungen fürs Leben? Nun, das wollen wir uns an unserem Planetensystem mal anschauen. Zunächst brauchen wir natürlich einen festen Planeten. Damit fallen alle Gasplaneten jenseits vom Jupiter weg. Damit hätten wir nur noch 4 Stück. Dazu brauchen wir Temperaturen, die langfristig im Bereich zwischen 0 und 50 Grad Celsius liegen. Und das ist ein ganz bestimmter Abstand von unserer Sonne und der liegt ziemlich genau hier. Und damit fällt bereits der Merkur raus, der ist nämlich viel zu heiß. Venus liegt auf der inneren Seite, weil sie aber eine starke CO2-Atmosphäre hat. Treibhauseffekt ist sie auch viel zu heiß, zwischen 400 und 500 Grad Celsius. Die Erde liegt genau mittendrin. Keine CO2-Atmosphäre, perfekte Temperaturen. Und der Mars, der liegt so gerade außerhalb. Er hat überhaupt keine Atmosphäre mehr und deswegen ist er leider etwas zu kalt. Nämlich zwischen minus 150 Grad Celsius und 0 Grad. Von allen Planeten im Sonnensystem ist die Venus der Erde am nächsten. Auch in ihrer Größe und ihrer Masse ähnelt sie der Erde. Lange spekulierten Wissenschaftler auf mögliches Leben auf unserem Nachbarplaneten. Doch nach dem Besuch mehrerer Sonden ist das Interesse abgeflaut. Die Existenz von Leben auf der Venus wird von den meisten Wissenschaftlern mittlerweile bezweifelt. Oberflächentemperaturen von weit über 400 Grad Celsius, eine toxische Atmosphäre und Druckverhältnisse wie in der Tiefsee lassen die Venus als lebensfeindlichen Planeten erscheinen. Der Nachweis von Leben wird immer ein Indizienbeweis sein. Ja, es sei denn, der Alien steht vor Ihnen und winkt Ihnen zu, was ich dann doch für unwahrscheinlich halte. Aber dann wären Sie sich wahrscheinlich sicher, so wie in Hollywood-Filmen. Aber der Nachweis von primitivem Leben wird immer ein Indizienbeweis sein. Das heißt, man schließt alle anderen Möglichkeiten aus. Und das macht es schon so schwierig zu sagen, ab wann habe ich denn wirklich Leben entdeckt? Die Suche nach außerirdischem Leben in unserem Sonnensystem konzentriert sich vor allem auf den Mars. Es scheint sicher, dass er einst ein völlig anderes Klima besaß als heute. Vor etwa 3,5 Milliarden Jahren, zu der Zeit also, als auf der Erde das Leben entstand, war es dort zumindest zeitweilig warm und feucht. Der Mars trug damals vermutlich Ozeane, die später verschwanden. Heute existiert das Wasser in Form von Eis an den Polen und wahrscheinlich in Flözen unterhalb der Oberfläche. Der Mars ist sehr spannend, weil der Mars ein relativ großer Planet ist. Der Mars hatte in seiner Vergangenheit eine Situation, was Atmosphäre, was Temperatur und so weiter anbelangt, durchaus ähnlich zur Erde. Aber wir sehen eben heute keine Marsmenschen dort oben rumlaufen. Also gab es dort Leben? Oder gab es kein Leben? Oder warum gibt es Leben auf der Erde? Diese Frage können wir vielleicht auf dem Mars etwas näher ergründen. Deshalb unsere Mission ExoMars ist die Mission, die ganz gezielt nach Leben auf dem Mars schaut. Es ist spannend. Es könnte sein, dass es nicht an der Oberfläche, aber vielleicht im Inneren des Mars noch so etwas wie Leben gibt oder gab. Die ESA-Sonde Mars Express hat im Jahr 2018 unter dem Eis der Südpolregion mehrere Seen aus flüssigem Wasser entdeckt. Ein ganzes System von alten Seen könnte dort existieren. Vielleicht Millionen oder sogar Milliarden Jahre alt. Ideale Orte für die Suche nach Leben. Es gibt Flussbetten und es gibt eine Vergangenheit, die deutlich anders war als heute. Und von daher ist es natürlich möglich, dass es dort auch mal Leben gab. Die Spuren heute zu finden, ist nicht so leicht, weil seitdem ist wahrscheinlich eine lange Zeit vergangen. Wenn es diese Spuren gibt, dann würde ich vermuten, dass es sie dort gibt, wo man heute noch Wasser findet, nämlich an den Polen.
Die Schwerkraft des Mars ist zu klein, um flüssiges Wasser und eine nennenswerte Atmosphäre dauerhaft festhalten zu können. Und auch wenn der Mars vielleicht einmal ganz anders aussah, für höhere Lebensformen herrschten dort nie ausreichende Bedingungen. Was sind die Voraussetzungen für höheres Leben im Universum? Nun, wir brauchen da zunächst einen richtigen Stern, so wie unsere Sonne. Wenn der Stern größer wäre, dann wäre er viel heißer und er würde im sogenannten UV- und Röntgenbereich strahlen. Und das ist klar, das mag keine Biologie wie wir. Wenn ein Stern kleiner wäre als unsere Sonne, dann wäre er ein sogenannter roter Zwerg. Und auch das ist nicht gut, denn die haben die unangenehme Eigenschaft, dass sie Röntgenflares aussenden. Und Röntgen ist ja nun auch mal nichts für Biologie. Und dann brauchen wir natürlich noch einen richtigen Planeten. Und richtig bedeutet einen Gesteinsplaneten, auf dem man stehen kann, wie Erde oder Mars. Aber auch der darf nicht zu groß oder zu klein sein. Wenn er zu klein ist, dann kann er nämlich keine Atmosphäre halten, so wie der Mars. Und die brauchen wir. Und wenn er zu groß wäre, dann wäre er so stark in seiner Gravitation, dass die Lebewesen gar nicht groß werden könnten. Aber das brauchen wir, damit sie große Gehirne für ihre Intelligenz entwickeln können. Was brauchen wir noch? Nun, wir brauchen einen großen Mond. Denn wir haben bei unserem Mond gelernt, dass große Monde die Drehachse des Planeten stabilisieren. Und die brauchen wir, damit das Klima gleichmäßig ist. Und unter diesen Umständen kann sich höheres Leben entwickeln. Und wir brauchen einen Giganten, einen großen Gasplaneten wie den Jupiter. Denn wir wissen, dass solche Gasgiganten die Einschläge von Asteroiden weghalten. Aber es muss kein Planet sein. Im Prinzip würde es auch ein Mond tun, der entsprechend groß wäre. Auf der Suche nach Leben sind daher auch die Eismonde von Saturn und Jupiter in den Fokus der Wissenschaftler gerückt. Die Forscher glauben, dass unter den dicken Eispanzern Leben möglich ist. Sonden haben gigantische Ozeane unter den Eisschichten ausgemacht. Auf den fernen Monden vermuten die Wissenschaftler bis zu 100 Kilometer tiefe Meere, flüssig gehalten durch die Gravitationskraft der beiden Riesenplaneten. Also man hat flüssiges Wasser und eine Energiequelle. Dann sind diese Monde mit Sicherheit aus dem gleichen Material, aus dem auch zum Beispiel die Erde und die ganzen anderen Gesteinsplaneten sind. Mit anderen Worten, da wird Kohlenstoff sich im Inneren befinden, da werden sich Mineralien im Inneren befinden. Mineralien, Kohlenstoff, Energie, flüssiges Wasser. Das sind die drei Grundbausteine für Leben. Und ich habe sogar noch den Eispanzer, der mich vor der kosmischen Strahlung schützt. Und wenn man dann noch sich vor Augen führt, dass das Leben auf der Erde offensichtlich im Wasser entstanden ist, also unter sehr extremen Bedingungen im Wasser, dann ist eine große Hoffnung damit verbunden, dass in diesen Ozeanen sich möglicherweise das Gleiche abgespielt hat, was sich abgespielt hat auf der frühen Erde. Die Erforschung des Jupiters und besonders dreier seiner größten Monde ist das Ziel der europäischen Mission JUICE. JUICE, der Jupiter Icy Moons Explorer, soll Erkenntnisse über die wasserreichen Monde Callisto, Europa und Ganymed liefern. 7 Jahre dauert der Flug der Sonde von der Erde zum Jupiter-System, das sie mehrere Jahre lang erkunden wird. Im Jahr 2032, am Ende der Reise, schwenkt JUICE auf die Umlaufbahn von Ganymed ein und wird den Mond von dort aus analysieren. Mit einem Durchmesser von 5262 Kilometern ist er der größte Mond in unserem Planetensystem. Mit einem Magnetfeld und einer, wenn auch sehr dünnen, Atmosphäre aus Sauerstoff. Ganymed, muss man sich vorstellen, ist ein riesengroßer Mond. Er ist deutlich größer als unser Mond. Man würde ihn, wenn er jetzt nicht zufällig um den Jupiter herumfliegen würde, würde man ihn schon als Planet bezeichnen, weil er so groß ist. Ja, also der hat einen Durchmesser von etwa 5300 Kilometer, ist also wirklich riesig. Ja, das ist schon fast Marsgröße. Ja, also er ist ein großer, sehr großer Mond und deshalb ist er sehr spannend. Da vermuten wir, dass die Bedingungen so sein könnten, dass es da so etwas wie Leben gibt. Es könnte sein, dass wir da irgendetwas finden, was uns noch verblüffen lässt. Ein Kandidat für Leben ist auch der Saturnmond Enceladus. Er hat eine Oberfläche aus reinem weißem Schnee. Obwohl er auf seinem Weg durchs All Staub aufsammelt, sieht man keine Verunreinigungen.
Verantwortlich für den frischen Schnee ist Wasser, das ständig aus seiner Oberfläche austritt und kristallisiert. Die Voraussetzung für Leben ist flüssiges Wasser. Das heißt, wenn man flüssiges Wasser unter der Eisoberfläche hat und eine Energiequelle, zum Beispiel durch Gezeitenkräfte, die den Mond verformt, dann sind dort Bedingungen, die theoretisch auch die Entstehung von Leben erlauben könnten. Hoffnung hat man bei dem Saturnmond Enceladus, wo man Geysire gefunden hat. Das heißt, Wasser aus dem Ozean, das durch Spalten oder oberflächennahe Spalten nach außen ins Weltall schießt, verdampft. Und man hofft durch Analyse dieses Materials natürlich auch Hinweise darauf zu bekommen, welche Zusammensetzung das Wasser im Ozean hat. Wenn man Glück hat, vielleicht sogar organisches Material, was damit heraus verdampft. Entdeckt wurden die Geysire auf Enceladus durch die Cassini-Huygens-Mission. Die beiden gekoppelten Sonden hatten den Auftrag, den Saturn und seine Monde zu erforschen, wobei Huygens als Landemodul konstruiert war. Sein Ziel, der Titan. Ein weiteres spannendes Objekt im Sonnensystem ist natürlich der Saturnmond Titan. Und zwar aus mehreren Gründen. Erstens ist der einzige Mond mit einer Atmosphäre. Mit einer Atmosphäre, die auch im Wesentlichen aus Stickstoff zum Beispiel besteht. Er ist der einzige Mond, der Flüssigkeiten an seiner Oberfläche hat. In diesem Fall flüssige Kohlenwasserstoffe, Methan im Wesentlichen. Also das, was bei uns das Wasser ist, ist da das Methan. Man sieht also auch, der hat eine feste Oberfläche. Und der scheint auch sowas wie einen Kreislauf zu haben von Kohlenwasserstoffen. Das heißt also, so wie es bei uns einen Wasserkreislauf gibt, also das Wasser regnet ab, sickert in die Erde ein, verdunstet dann wieder, geht in die Wolken und es bildet sich sozusagen ein Wasserkreislauf aus, der ja für das Leben auch wichtig ist. So einen Kreislauf scheint es auf dem Titan auch zu geben, nur eben mit Methan und mit Kohlenwasserstoffen. Das wäre extrem spannend, aus einem dieser Methanseen mal so ein Löffelchen Flüssigkeit rauszuholen und das zu analysieren. Im Januar 2005 begann Huygens mit dem Abstieg auf den Titan. Die Bilder zeigen eine karge Welt mit Flüssen und Seen aus Methan. Und es besteht die Möglichkeit, dass dieser Kohlenwasserstoff auch irgendeine Form primitiven Lebens hervorgebracht haben könnte. Die Monde in unserem Planetensystem scheinen gute Kandidaten für extraterrestrisches Leben zu sein. Ich vermute, dass man als erstes Leben auf Enceladus entdecken wird. Man wird nämlich eine Sonde durch diese Wasserfontänen schicken, die dort in den Eisspalten sich gebildet haben und kilometerweit ins All ragen. Und da wird eine Elementanalyse möglicherweise Aminosäuren, höhere Verbindungen bis hin zu organischem Material ergeben und dann wird man sagen, auf diesem Mond gibt es primitives Leben. Das ist meine Prognose, dass man da das erste Mal außerhalb der Erde Leben finden wird. Die Suche nach Leben ist eine der größten und wohl auch spannendsten Aufgaben der Wissenschaft. Und seit 1995 der erste Planet außerhalb unseres Sonnensystems entdeckt wurde, hat die Suche nach einer neuen Welt Fantasie und Geist beflügelt. Gibt es überhaupt Exoplaneten, also Planeten auf anderen Sternensystemen? Heute ist die Antwort klar. Praktisch jeden Tag wird die Entdeckung eines Exoplaneten gemeldet. Inzwischen kennen wir viele tausende Exoplaneten. Aber ist gar nicht so lange her, nämlich in den 90er Jahren, dass man überhaupt den ersten gefunden hat. Und wir wissen inzwischen, warum jeder Stern nicht nur einen Planeten, sondern viele haben muss. Denn in ihnen steckt die anfängliche Drehung des gesamten Systems. Sie tragen den sogenannten Drehimpuls. Aber die entscheidende Frage ist doch, wie viele Planeten darunter sind erdähnlich und insbesondere so groß wie die Erde, sodass darauf Leben entstehen kann. Und da wissen wir, das sind nicht so allzu viele. Ein besonders faszinierendes Planetensystem ist TRAPPIST 1. Der Zentralstern TRAPPIST 1a wurde erst im Jahr 1999 entdeckt. Sieben Gesteinsplaneten kreisen um den 40 Lichtjahre entfernten Stern. In ihrer Masse und ihrem Durchmesser sind diese Planeten vergleichbar mit der Erde. Und ein paar davon könnten sogar die Bedingungen für Leben bieten.
Das TRAPPIST-1-System ist deswegen interessant, weil es 7 Planeten hat, die alle klein sind. Und 2 davon sind in dem Abstandsbereich vom Stern, wo Wasser auf der Oberfläche dieser Planeten flüssig sein könnte, was wir potenziell habitabel nennen, wenn es denn da wäre. Also der Nachweis von Wasser ist noch nicht getroffen, aber sie liegen halt im richtigen Abstandsbereich. Die 7 Gesteinsplaneten, die den Zwergstern TRAPPIST-1a umrunden, faszinieren die Wissenschaftler. Doch über jedem Planeten schwebt auch ein großes Fragezeichen. Ihre Größe und Dichte lassen sich zwar zuverlässig bestimmen, doch ob die TRAPPIST-1-Planeten wirklich eine Atmosphäre oder sogar Ozeane aus Wasser haben, ist noch unbekannt. Die Wissenschaftler vermuten das, doch ihre Überlegungen stützen sich bisher nur auf Modellrechnungen. Beobachtungsnachweis ist auch beim TRAPPIST-System schwierig. Das heißt, wir suchen immer noch nach einem System, was erdähnlich ist, das heißt auch Erde-Sonne ähnlich, wo wir die Atmosphären zu eines erdähnlichen Planeten gut nachweisen können. Um Exoplaneten und, wenn vorhanden, ihre Atmosphären näher zu untersuchen, setzen die Wissenschaftler auf die nächste Generation von Teleskopen. Trotzdem, den direkten Blick auf Details ihrer Oberflächen werden auch diese nicht ermöglichen. Die Entfernungen sind einfach zu groß. Sie können natürlich nicht mit einem riesen Fernrohr da jetzt den Planet ins Bildfeld nehmen. Man verlässt sich im Augenblick auf chemische Signaturen. Das heißt, sie suchen nach Wasser, suchen nach Hinweisen von Wasser. Und die Astronomen haben es geschafft, solche trickreichen Methoden anzuwenden, dass man zum ersten Mal auch Wasser auf solchen Planeten nachgewiesen hat. Das sind natürlich winzige Signale, wo man sagt, okay, wenn es Wasser gibt, dann könnte es auch Leben geben. Mittlerweile gibt es die Gewissheit, dass unser Sonnensystem keinen Ausnahmefall darstellt und die Entstehung von Planeten ein ganz normaler Vorgang im Universum ist. Tausende von Exoplaneten haben die Wissenschaftler bisher identifiziert. Viele davon bezeichnen sie als erdähnlich. Die uns am bisher nächsten gelegenen extrasolaren Planeten kreisen um den Stern Proxima Centauri in etwa 4,2 Lichtjahren Entfernung. Das Problem dabei ist, dass der Centauri mit Alpha Proxima Centauri ist ein Stern, der ist masseärmer als die Sonne und ist nicht ganz so stabil. Das heißt, wenn Sie da auf dem Planeten sind, dann müssen Sie immer mal rechnen, dass Sie einen UV-Schock kriegen, was jetzt nicht besonders toll ist für Organismen. Sonnenbrand kann man da also bekommen. Aber dennoch, der ist 4 Lichtjahre weg. Und 4 Lichtjahre ist was, was man vielleicht in der Zukunft noch mal versuchen könnte, mit einer Sonde zu überbrücken. Der Exoplanet Proxima Centauri b wurde im August 2016 von der Europäischen Südsternwarte ESO von der Erde aus entdeckt. Ein erdgroßer Gesteinsplanet, der innerhalb der habitablen Zone des Roten Zwergsterns kreist und zumindest theoretisch Leben beherbergen könnte. Außerhalb der habitablen Zone gelang dann im Jahr 2019 der Nachweis eines zweiten Planeten im System, Proxima Centauri c. Wie findet man eigentlich einen Exoplaneten? Und das ist ziemlich schwierig, weil Planeten nur sehr schwach leuchten, während der zentrale Stern mit seiner starken Helligkeit alles erschlägt. Und deswegen kann man Planeten eigentlich nie direkt sehen. Es gibt da aber einige Tricks. Und der bekannteste ist wohl die sogenannte Transitmethode. Wie funktioniert das? Nun, wenn wir von der Erde auf den Stern schauen, dann kann es zufälligerweise mal sein, dass der Planet vor der Scheibe entlangläuft. Und wenn er das macht, verdeckt er die Scheibe und damit sinkt die Intensität des Sterns. Mit heutigen Detektoren kann man dieses Absacken sehr genau messen. Besser noch, wenn der Planet gerade so in die Scheibe hineinläuft, also kurz vorher, verdeckt nur die Atmosphäre diese Helligkeit. Und dann kann man die Konzentration und die Zusammensetzung der Atmosphäre ziemlich genau messen. Das allerdings beantwortet noch nicht die Frage, gibt es Leben auf so einem Exoplaneten?
Jeder Stern in unserem Universum hat sein eigenes System von Planeten. So viel scheint sicher. Und allein unsere Milchstraße besteht aus 100 bis 400 Milliarden Sternen, so die Schätzung. Doch gibt es dort auch andere Welten, auf denen Leben existiert? Und so gibt es auf der Suche nach extrasolaren Planeten ein großes Ziel. Letztendlich suchen wir nach einem Himmelskörper, der die gleichen Eigenschaften hat wie unser Heimatplanet. Der ideale Planet sollte einen Stern gleicher Größe und gleichen Alters wie die Sonne umkreisen. Er sollte ähnlich groß wie die Erde sein und sich im günstigen Abstand der habitablen Zone seines Sterns befinden. Auf der Suche nach solch einem Planeten ist auch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR. Sein Weltraumteleskop Plato soll Gesteinsplaneten in der Größe der Erde finden, die nahegelegene sonnenähnliche Sterne umkreisen. Plato wird zwei Felder am Himmel anschauen. Die Kameras erlauben uns, ein großes Bildfeld anzuschauen, denn sie sind in vier Gruppen unterteilt, die so ein bisschen gegeneinander aufgespreizt sind, sodass wir einen sehr großen Bereich am Himmel anschauen, 50 mal 50 Grad. Wir werden mindestens 2 Jahre auf ein Bildfeld schauen. 2 Jahre deswegen, weil wir eben Planeten bis zu einem Jahr Umlaufzeit entdecken wollen. Also muss man natürlich 1 Jahr mindestens schauen, um einen Transit zu finden. Und startet dann natürlich, sobald man einen Verdachtsfall hat, auch das bodengebundene Programm mit den Radialgeschwindigkeitsmessungen, um die Massen zu bekommen. Für das bodengebundene Beobachtungsprogramm entsteht derzeit ein ganz neuer, mächtiger Planetenjäger. Das ELT, das Extreme Large Telescope der europäischen Südsternwarte ESO. Das Superteleskop ist in der trockenen und nahezu wolkenfreien Atacama-Wüste in Chile stationiert. Mit seinem 39-Meter-Spiegel soll es im optischen und infraroten Spektralbereich arbeiten und auch Exoplaneten direkt entdecken und beobachten können. Dabei soll es dann auch deren Atmosphären, Temperaturen und saisonale Wetterbedingungen untersuchen. Speziell die Atmosphären der fernen Planeten würden Hinweise auf eine mögliche Existenz von Leben liefern. Die Wissenschaftler suchen nach sogenannten Biomarkern, wie zum Beispiel Moleküle, die durch Lebewesen wie Mikroben oder Algen erzeugt werden und sich dann in der Atmosphäre anreichern. So wird man auch Leben das erste Mal finden, dass man eine Atmosphäre findet, vielleicht mit Sauerstoff, mit ein bisschen Kohlendioxid, mit Methan, und wird sagen, da muss es irgendeine Sauerstoffquelle geben zum Beispiel. Die muss so groß sein, der Sauerstoff muss immer nachgeliefert werden. Das kann eigentlich nur biologisches Leben sein, wie wir es kennen. Myriaden von Planeten gibt es in unserem Universum. Doch noch haben die Wissenschaftler keinen gefunden, der alle nötigen Voraussetzungen bietet, um vielleicht Leben zu ermöglichen. Und auch wenn man solch einen Planeten findet, ist nicht gesichert, ob dort überhaupt Leben, vielleicht sogar höheres Leben, entstanden ist. Kohlenstoff, Energie, ein paar Mineralien, noch flüssiges Wasser, zack, entsteht dann immer Leben, ja, auf einem Planeten. Oder ist es wirklich noch mit verschiedenen Zufällen verbunden, sodass wir hier auf der Erde verdammt viel Glück gehabt haben? Diese Frage beinhaltet natürlich die Frage danach, also wie viel Leben gibt es im Universum überhaupt? Also das ist erstmal die fundamentale wissenschaftliche Frage. Gibt es da einen Prozess, der automatisch immer in die Richtung abläuft? Auch im anscheinend so leeren Raum zwischen den Sternen und Planetensystemen suchen die Wissenschaftler nach einem möglichen Ursprung des Lebens. Überall im Weltraum existieren komplexe Moleküle. Auch genau die Moleküle, die als Grundlage für das Leben auf der Erde gedient haben. Man findet sie zum Beispiel in den großen Gas- und Staubwolken, die sich zwischen den Sternen befinden und aus denen neue Sterne entstehen. Immer wieder stoßen dort kleinste Staubkörner mit einzelnen Atomen zusammen und können sich in Jahrmillionen zu immer komplexeren Molekülen zusammenschließen.
Moleküle werden in vielen, vielen Regionen geformt, vor allem also in den interstellaren Wolken, dem Raum zwischen den Sternen. Und man hat mehr oder weniger mehr als 200 wirklich wichtige Moleküle entdeckt. Es kommen so ungefähr 4 bis 5 pro Jahr dazu. Diese Moleküle werden hauptsächlich mit Radioteleskopen entdeckt. Und das ist natürlich ganz spannend. Das überhaupt erste Molekül, das sich kurz nach dem Urknall im Universum gebildet hat, wurde im Jahr 2019 mit der fliegenden Sternwarte SOFIA nachgewiesen. Heliumhydrid. Kurz nach dem Urknall entstanden einige wenige sehr leichte Elemente. So auch Wasserstoff und Helium. Aus diesen beiden Elementen formte sich das erste Molekül. Als sich das Weltall dann abgekühlt hat, konnte sich dieses Molekül mit Wasserstoff verbinden und molekularen Wasserstoff erzeugen. Und das ist ganz wichtig, weil das ist mehr oder weniger die Basis für die ersten großen Sterne im Weltall. Die allerersten Heliumhydridmoleküle entstanden vor mehr als 13 Milliarden Jahren. Es war der Beginn aller Chemie im Kosmos. Der jetzt erfolgte Nachweis ist ein Beleg für die Tendenz der Natur, Moleküle zu bilden. SOFIA sucht jetzt nicht bewusst nach außerirdischen Lebensformen, aber wir gucken nach chemischen Indikatoren und suchen nach organischen Molekülen. Und das passiert in der Tat. Und es gibt ja sehr viele organische Moleküle im Weltraum. Essig, Säure, Schnaps und alles finden Sie da. Ja? Vor allen Dingen im Ferninfraroten, im Radiobereich. Und vieles davon ist noch unbekannt. Und wir sehen auch viele Lichtsignale, die darauf hindeuten, dass es dort Moleküle gibt, die wir noch gar nicht kennen oder noch nicht identifiziert haben. Trotz der widrigen Umstände im Weltraum werden immer komplexere Moleküle gefunden. Mit der Erforschung der Molekülbildung im interstellaren Raum wollen die Wissenschaftler auch mehr über die Entstehung des Lebens auf der Erde erfahren. Wie wird außerirdisches Leben aussehen? Sind es kleine grüne Männchen oder Aliens mit riesigen Köpfen? Nun, die Sache ist eigentlich ganz einfach. Wenn wir primitives Leben haben, also Einzeller, dann werden sie mit Sicherheit rund sein. Höheres Leben, da hängt es davon ab, kann es sich bewegen oder nicht bewegen. Bäume können sich nicht bewegen, sind deswegen rotationssymmetrisch. Wenn man sich bewegt, dann gibt es immer eine Spiegelebene und die Körper sind dann spiegelsymmetrisch. Und genau das erwarten wir auch von Außerirdischen. Wenn wir allerdings einen Planeten finden, wo es wirklich mal Leben gibt, dann erwarten wir, dass vor allen Dingen sogenannte Extremophile existieren. Das sind Lebewesen, die sich extremen Umweltbedingungen angepasst haben. Also hohe Temperaturen, höchste Trockenheit oder Strahlungsresistenz gegenüber kosmischer Strahlung. Ob irdische extremophile Organismen die Unwirtlichkeit des Weltraums überleben können, wird auch auf der Internationalen Raumstation erforscht. Bakterien, Algen, Flechten und Pilze werden auf der Raumstation längere Zeit dem Vakuum des Alls ausgesetzt. Und einige von ihnen kehren unbeschadet auf die Erde zurück. Wahre Überlebenskünstler sind auch die sogenannten Bärtierchen. Kaum 1 Millimeter groß leben diese Tiere beispielsweise in Moosen und müssen extreme Wechsel von Austrocknung und Feuchte verkraften. Bärtierchen sind in der Lage, komplett einzutrocknen oder aber auch komplett durchzugefrieren. Und wenn die Umweltbedingungen wieder besser werden, das heißt, wenn es feuchter wird, würden die Tiere dann wieder aktiv werden. Oder wenn es wärmer wird, würden die Tiere aus ihrem Eisblock auftauen und auch wieder auf Nahrungssuche gehen. Beim Projekt TARDIS, Tardigrades in Space, wurden Bärtierchen auf eine Reise ins All geschickt. In Form des eingetrockneten Dauerstadiums, Tönnchen genannt, verbrachten sie 10 Tage im Erdorbit und waren dort den Bedingungen des Weltraums ausgesetzt. Das Vakuum überlebte die Mehrzahl der Moos- und Wasserbewohner ohne Schäden. Ein Teil der Tiere wurde auch der lebensfeindlichen kosmischen Strahlung ausgesetzt. Von ihnen überlebten immerhin 2%. Verantwortlich für dieses Experiment sind letztendlich diese
fantastischen Fähigkeiten der Bärtierchen, diese Robustheit gegenüber Trockenheit, gegenüber Kälte und vor allem gegenüber kosmischer und anderen Strahlungsarten. Und die Idee bei diesem Experiment war, zu schauen, wie können die Bärtierchen im Weltraum als sozusagen lebendiger Organismus mit diesen Widrigkeiten klarkommen. Am Ende des Experimentes kamen die Bärtierchen wieder zurück zur Erde und wir haben uns angeschaut, wie haben sie diesen Weltraumausflug überstanden. Astrobiologen gehen davon aus, dass so oder ähnlich auch extraterrestrisches Leben aussehen könnte. Bewiesen ist in jedem Fall, dass bestimmte Organismen auch ungeschützt im Weltall überleben können. Tardigrades sind wirklich ganz putzige Tierchen, ja. Vor allem, wenn man sie also beobachtet, ja, wie sie auch nach so einer Reise ins Weltall mehr oder weniger zurückkommen. Und wenn man sie dann also mehr oder weniger wieder hydriert, dann gehen sie ganz, ganz, ganz brav wieder an die Arbeit, an ihren Lebenszyklus. Das ist schon interessant, aber wir finden immer mehr exotisches Leben noch auf unserer Erde. Es ist sehr viel, was wir nicht kennen auf unserer Erde. Wir finden zum Beispiel in Südafrika, in Minen, im tiefen Erdinneren noch Organismen, wo wir also nie gedacht haben, dass es Leben gibt. Wir finden immer neue, exotische Lebensformen auf unserer Erde. Das heißt, wir lernen immer noch über Lebewesen auf unserer eigenen Erde. Und das bedeutet, dass es natürlich in unserem Sonnensystem, aber auch auf extrasolaren Planeten Lebensformen geben könnte, die wir uns heute noch nicht vorstellen können. Im April 2019 zerschellt eine private israelische Raumsonde auf dem Mond. An Bord des abgestürzten Landegeräts befanden sich auch einige tausend Bärtierchen im getrockneten Zustand. Und so gibt es jetzt Leben auf dem Mond, wenn auch scheintot. Leben im Weltraum? Warum danach suchen? Vielleicht versuchen sie ja schon, Kontakt mit uns aufzunehmen. Aus dem Grunde gab es bereits schon im Jahre 1961 die erste Konferenz zur Suche nach außerirdischen Signalen, das sogenannte SETI. Inzwischen gibt es viele solcher SETI-Projekte. Aber lange hat man nichts gefunden, bis man im Jahre 1977 ein wirklich außergewöhnliches Signal gefunden hat, das sogenannte WOW-Signal. Warum heißt das Signal WOW? Nun, nachdem mehr als 10 Jahre gesucht wurde, kam am Morgen nach einer Nacht ein wissenschaftlicher Mitarbeiter und schaute sich den Ausdruck der Nacht an und sah dieses Riesensignal und hat überwältigt daneben geschrieben WOW. Das sogenannte WOW-Signal ist ein Schmalband-Radiosignal aus dem All, das deutlich stärker war als das Hintergrundrauschen. Empfangen wurde das außergewöhnliche Signal am 15. August 1977 vom Big Ear Radioteleskop der Ohio State University. Aufgezeichnet hatte es der Astrophysiker Jerry Eamon im Rahmen des SETI-Projekts. SETI bezeichnet die Suche nach außerirdischer Intelligenz, unter anderem mit Radioteleskopen. Bereits Anfang der 60er Jahre sucht der Astronom Frank Drake mit dem Green Bank Radioteleskop als erster nach Signalen und Botschaften aus dem Universum. Das Projekt SETI war geboren. Eine Botschaft empfangen hat man aber bis heute noch nicht. Und das WOW-Signal war vermutlich das Ergebnis eines Ausbruchs von Gammastrahlen. Dass man Funksignale auffängt, da muss man wahrscheinlich noch ein bisschen Glück haben. Funksignale aufzufangen, da gibt es zwei Probleme. Problem Nummer eins, die anderen sind sehr weit weg. Das heißt, das Funksignal, was hier ankommen wird, ist sehr, sehr schwach. Problem Nummer zwei, es muss auch zur richtigen Zeit ausgesendet werden. Man stelle sich vor, die Aliens haben vor vielleicht 10 Millionen Jahren, 1 Million Jahre in unsere Richtung ein Funksignal geschickt. Da waren wir leider noch nicht in der Lage zu empfangen. Insofern müssen sie zur richtigen Zeit dieses Funksignal schicken. Und vielleicht haben diese Aliens nur 1 Million Jahre überlebt. Also danach haben die sich irgendwie selbst zerlegt. Das kann die Menschheit ja auch nachvollziehen. Das kann ja auch passieren mit der Menschheit, dass man sich selbst zerlegt. Also es muss dann zeitlich passen. Also die Sender und die Empfänger müssen zeitlich genau zum richtigen Zeitpunkt in der Lage sein, zu senden und zu empfangen. Die Forscher suchen nun seit mehr als einem halben Jahrhundert vergeblich nach den Signalen einer fremden Zivilisation.
Doch Milliarden von erdähnlichen Planeten sollten eigentlich ausreichend Möglichkeiten bieten, um intelligentes Leben entstehen zu lassen. Intelligentes Leben, das ist also wirklich eine ganz andere Dimension. Wenn wir uns die Entwicklung auf der Erde ansehen, dann sehen wir, dass Mikroben seit 4,5 Milliarden Jahren anwesend sind, Menschen, aber nur 2 Millionen derzeit. Und wir wissen nicht, wie lange das noch dauern wird. Und wenn wir uns die Komplexität ansehen, wie sich das Leben von primitiven Mikroben bis zum Menschen entwickelt hat, dann gibt es hier sehr, sehr viele Zwischenstufen. Ob diese Zwischenstufen auch wirklich alle auf einem anderen Planeten in unserem Universum genauso ablaufen können, das können wir uns eigentlich schwer, schwer vorstellen. Aber man muss offen sein. Und es ist durchaus eine Möglichkeit, dass sich intelligentes Leben gebildet hat im Universum, vielleicht auch unter anderen Bedingungen. Die Entstehung von Leben mit Intelligenz ist ungeheuer komplex. Aber allein die schier unendliche Anzahl ferner Planeten ist ein starkes Argument dafür, dass sich auch irgendwo anders im Universum intelligentes Leben befindet oder befand. Wann und wie lange es existierte oder ob es sich vielleicht gerade erst formt und wo im Kosmos es sich befinden könnte, das sind nicht zu beantwortende Fragen. Im Prinzip ist es richtig, dass wenn man sagt, das Universum könnte relativ dicht in Anführungszeichen besiedelt sein und trotzdem können wir von den anderen nichts entdecken. Also man stelle sich zum Beispiel Folgendes vor. Es gibt einen Planeten, der hat ungefähr die Größe der Erde. Ja, der Planet, der hat den Namen Kepler-452b. Der braucht 384 Tage, um seinen Stern, der ungefähr so groß ist wie die Sonne, zu umrunden. Der Unterschied zwischen diesem Planeten und unserer Erde ist, er ist 1,5 Milliarden Jahre älter. Wenn da Leute gelebt haben, vielleicht haben die seit Hunderten von Millionen Jahren gesendet. Nur die Dinosaurier auf der Erde konnten noch nicht empfangen. Und nach ein paar hundert Millionen Jahren können die nicht mehr senden, weil die Ressourcen aufgebraucht sind oder was weiß ich nicht alles. Und jetzt, wo wir empfangen könnten, können die halt nicht mehr senden. Seit etwa 200 Millionen Jahren existiert der Mensch. Doch erst seit wenig mehr als 100 Jahren senden wir Signale ins All. Entfernung und Zeit sind nicht zu beeinflussende Schlüsselfaktoren auf der Suche nach Signalen aus dem All. Wir können uns auch mal umgekehrt die Frage stellen, was könnten eigentlich Aliens von uns entdecken? Ja, die würden also auch unsere Atmosphäre spektroskopieren und würden sich sagen, boah, das ist eine komische Atmosphäre. Dann würden die versuchen, mit ihren Detektoren elektromagnetische Wellen zu empfangen. Und dann würden sie auch elektromagnetische Wellen empfangen. Denn wir imitieren ja elektromagnetische Wellen, die wir künstlich erzeugen, zum Beispiel unsere Fernsehprogramme. Ja, die würden also unsere Fernsehprogramme mit ganz empfindlichen Detektoren möglicherweise mitgucken können. Wenn man sich das mal überlegt, dann sollte sich mancher Programmchef vielleicht überlegen, was er da so sendet. Ja, denn das ist das Erste, was die Aliens von uns entdecken werden, sind unsere Fernsehprogramme, weil die mit hoher Leistung rausgehen. Bereits im Jahr 1950 stellte der Physiker Enrico Fermi seinen Kollegen bei einem Mittagessen die Frage, wo sind sie? Er meinte damit raumfahrende Außerirdische, die, falls es sie gäbe, doch schon längst auf der Erde hätten auftauchen müssen. Die Schlussfolgerung? Da keiner von denen hier ist, kann es in unserer Galaxie keine weitere technologisch weit entwickelte, intelligente Spezies geben. Inzwischen haben wir sogar schon Nachrichten in die Tiefen des Universums geschickt, in der Hoffnung, dass Außerirdische sie empfangen mögen. Aber bisher keine Antwort. Also, wo sind sie? Nun, es könnte ja sein, dass wir doch die Einzigen in unserer Milchstraße, in unserer Galaxie sind. Vielleicht sogar im gesamten Universum. Oder werden wir sie, wenn wir in Zukunft andere Sterne bereisen werden, sie treffen? Das ist nicht auszuschließen, aber doch ziemlich unwahrscheinlich, denn bisher herrscht nur großes Schweigen. Aber trotzdem könnte es ja sein, dass es primitives Leben gibt. Und wenn es das gibt, dann werden wir das finden. Bis heute kennen wir nur einen einzigen Himmelskörper, auf dem Leben existiert. Unseren Planeten Erde. Die Wissenschaftler stehen vor einem Mysterium.
Noch wissen sie nicht, wie aus toter Materie Leben überhaupt entstehen kann. Doch die Bausteine dafür existieren offenbar im gesamten Universum. Und in einem sind sich die Wissenschaftler sicher. Die Entdeckung von Leben, wenn wahrscheinlich auch in primitiver Form, in unserem Planetensystem oder in unserer Milchstraße, ist nur noch eine Frage der Zeit.